Herzlich willkommen im Atelier von Dr. Bernhard Meyer. Alles ist möglich. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es darum, Nichtraucher zu werden. Für alle mit einer geringen Aufmerksamkeitsspanne einfach sofort aufhören und das hier benutzen. So, und für alle anderen, die ein bisschen mehr Zeit haben, ausführlich. Thorsten Sträter, ich schätze dich sehr, aber auch wenn ich keinen Beistelltisch hier habe aus Gusseisen, den du mir über die Rübe ziehen würdest. Ja, einfach sofort aufhören. Nicht langsam runterfahren, das funktioniert nicht. Das habe ich versucht. Ich hab mit Strichlisten gearbeitet und irgendwo, ja, dann denkt man sich, ach ja, heute ist was Besonderes, heute ist, was weiß ich, egal. Und dann kann man mal wieder ausnahmsweise und so. Und funktioniert nicht. Sofort aufhören. Zwei Sachen helfen dabei, auf jeden Fall. Das erste ist, gerade in heutigen Zeiten vielleicht so auch leichter, in Zeiten von Corona, wenn man diese Schildchen sich anguckt, auf den Zigarettenpackungen, die haben nur dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, oh, jetzt holst du dir so ein Sammelalbum, da kannst du dir alle schön ausschneiden und reintun. Und ich habe viel geraucht. Ich hätte ein riesiges Sammelalbum damit schon fertig. Nee, wenn man diese Bilder gesehen hat von Leuten, die an Beatmungsgeräten hängen, in so Intensivstationen und sich denkt, das könnte dir als Raucher auch passieren, dann ist das vielleicht eher sowas, was so im Hinterkopf so gar nicht so schlecht ist und hilft. Oder wenn man, wie ich das mal erleben durfte, jemanden sieht, der da schon wirklich Probleme mit hat, mit dem Luft bekommen, der für 300 Meter bis zurück zum Hotel dann sich ein Taxi geholt hat, für 300 Meter, weil er es nicht mehr geschafft hat, der irgendwelche Sprays hatte, um wieder Luft zu kriegen, das gibt einem auch zu denken. Also man muss es wirklich wollen und ja, wie gesagt, dann einfach sofort aufhören und immer im Hinterkopf dieser Gedanke, ja, so willst du nicht enden. Vielleicht hilft es ja auch, was dir alle Leute sagen, irgendwie, du kannst viel besser schmecken, der Sport macht viel mehr Spaß oder sonst was, aber das sei mal dahingestellt. Einfach wirklich, du musst es wollen, wirklich wollen. Und nicht nur so ein bisschen. Und ich weiß, ich habe Jahrzehnte geraucht, 30, 40 Jahre habe ich geraucht. So, naja, 30 Jahre. Die zweite Sache, die auch hilfreich ist, es ist ja so, dass man raucht in bestimmten Situationen. Das fängt vielleicht an bei irgendeiner Party. Es wird einem eine Zigarette angeboten, man will cool sein. Ja, man raucht auch eine Zigarette. Und dann raucht man halt vielleicht nur eine zweite Zigarette und noch mehr Zigaretten. Und dann raucht man bei der Gelegenheit Partys. Und dann bekommt man mit, oh, es gibt auch noch andere Gelegenheiten, wo Leute rauchen. Und beispielsweise in Pausen, Arbeitspausen. Die Leute stehen gemütlich zusammen, unterhalten sich, rauchen Zigaretten. Da macht man dann mit. Also macht man Pausen von da an nur noch und raucht dabei eine Zigarette. Und dann ist natürlich auch ganz toll, die Zigarette nach dem Essen, zur Verdauung natürlich nur zur Verdauung. Die Zigarette danach, hört sich dann auch schon wieder und ja, morgens so, um den Stoffwechsel so richtig anzuregen vor dem ersten Toilettengang, ist natürlich eine Zigarette hilfreich, dabei natürlich ebenfalls. Ja, und so hat man immer mehr Gelegenheiten, die sich so im Laufe des Lebens dazu ergeben, wo man raucht. Und es ist, wie die Wissenschaftler sagen, gar nicht so das Problem des Nikotins, der Abhängigkeit von dem Nikotin. Nee, das ist eher so diese Gewohnheit, diese, ja, immer wieder das, bestimmte Situationen erfordern einfach, dass man dann eine Zigarette rauchen muss. Und das ist wie eine Tradition, das ist ein Ritus. Und diesen Ritus gilt es zu durchbrechen. Und da ist dann halt, naja, auch wenn es irgendwie ziemlich blöd aussieht, für mich das hier, ein Strohhalm. Ein Strohhalm, den ich mir abgeschnitten habe, der ist so lang wie eine Zigarette, der ist so groß wie eine Zigarette ungefähr, hat diesen blöden
roten Streifen darauf, okay, aber ansonsten sieht das Ding so ungefähr aus wie eine Zigarette. Und wenn ich das Bedürfnis habe, und ich habe das Bedürfnis immer noch andauernd, an irgendeiner Zigarette zu rauchen, dann nehme ich diesen scheiß Strohhalm. Und dann ist mir das auch sowas von egal, ob irgendwie Leute mich dämlich finden oder sonst wie was, oder ob ich lächerlich aussehe. Ich hab irgendwas wie ein Schnuller, ja. Vielleicht nicht ganz so blöd wie ein Schnuller, aber irgendwas, was ich dann machen kann, was ich sonst mit einer Zigarette machen würde. Eine blöde Ersatzhandlung. Ich rauche Strohhalme. Natürlich habe ich auch probiert E-Zigaretten. Nur ich rauche normalerweise eher nicht so wie jetzt hier auf Lunge, sondern ich rauche, ich nehme so ein bisschen von dem Rauch in den Mund und dann ist die Zigarette schon wieder aus dem Hals raus und ich atme ein, was schon den Rauch ein bisschen verdünnt und so. Wenn du sowas mit einer E-Zigarette versuchst, irgendwie kannst du vergessen, ist ja gar nichts mehr da. Und ich wollte jetzt nicht E-Zigaretten auf Lunge rauchen lernen, also nee. Und von daher, ja, es ist ein bisschen bescheuert. Es mag vollkommen blöd sein, aber das schadet nicht. Ich habe ja Sauerstoff, Luft, gute, gesunde Luft, die irgendwie, mir ist egal, ob die Leute mich blöd finden oder denken, ich hätte einen an der Waffel oder so. Das machen sie wahrscheinlich sowieso schon. Also, das ist die Möglichkeit, meine Möglichkeit, mit der es geklappt hat, aufzuhören. Immerhin schon seit dem 5. Oktober 2020 habe ich aufgehört. Das haben nicht viele mitbekommen. Und das ist vielleicht auch eine Geschichte, dass man das nicht jedem auf die Nase binden sollte, weil man es vielleicht mit sich selber ausmachen muss und nicht mit irgendwelchen gesellschaftlichen Zwängen oder so. Aber am besten fangt ihr es gar nicht damit an. Ich habe damit angefangen, weil ich bescheuert war. Ich wollte meiner gerade Ex beweisen, dass man mit dem Rauchen aufhören kann, wie ich es von ihr verlangt hatte. Dazu musste sie erst mal anfangen. Und mehr als 30 Jahre später habe ich es geschafft aufzuhören. Und von daher, ja, ich hoffe, es hat euch geholfen, es hat euch wenigstens Spaß gemacht und wir sehen uns. Tschö.